Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Euro Truck Simulator. Die zweite Folge steht an. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir erstmal ein bisschen rum. Wir haben ja in der letzten Folge quasi das Tutorial gemacht und unseren ersten Auftrag erledigt. Und da haben wir auch gleich noch das Glück gehabt, ich habe gar nicht genau hingeguckt, auch noch einen, der mit Überlänge hatte, quasi einen Anhänger und dann noch einen Anhänger dran. Aber dafür haben wir die Runde eigentlich ganz gut gemacht. So, wir gucken erstmal hier. Das ist quasi ein Vorblick, wie sagen wir, eine Garage. Das ist aber nicht unsere Garage, das ist auch nicht unser Fahrzeug. Das ist nur unser bevorzugtes Fahrzeug. Und zwar wollte ich erstmal gucken, bevor wir den nächsten Auftrag machen. Wir haben zum Beispiel hier eine E-Mail. Da gucken wir mal. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Das war mir schon klar. Das wollte ich nämlich auch mal gucken. Wir können ja auch einen Kredit aufnehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihrem Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich bitte an uns. Bitte besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager, Bank. Die wollen alle nur Kohle, 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 Kohle. So, wir gucken trotzdem mal. Wir gehen mal auf der Bank. 10.000 für 290 Euro pro Tag, 50.000 für 1.000. Alter, was ist das für eine Relation? 3, 6, 9, 12, 15. Naja, gut, passt schon. 100.000 für 2.800 pro Tag, weil eine Rate pro Tag von 2.888. Okay. Und genutzte Kreditdame. Also, wir können 100.000 nehmen. Aktuell zumindest. Und irgendwie, irgendwann, warum auch, wann auch immer, keine Ahnung, können wir auch 400.000 nehmen. Im Moment möchte ich noch keinen Kredit nehmen. Wir machen erstmal nur die sachlichen, normalen Aufträge erstmal, bevor wir uns den richtigen LKW holen. Wartet mal, jetzt habe ich das weggemacht, ne? Warte mal, hier LKW-Händler. Ich möchte mal gucken, was haben wir denn so? Wir haben bis jetzt zwei freigeschaltet, ne? Das läuft doch. So, was hat denn Scania so im Angebot? Hallo, ich möchte gerne. Gibt's wieder nicht. Das war, glaube ich, da, Scania. Besucher, ausgewählten Händler. Online kaufen. Besuchen, online kaufen. Ein Angebot an Kunden, die besonderes Vertrauen genießen, nicht nutzbar, bevor du mindestens 5 LKW besitzt. Okay, ich kann nicht online kaufen, weil ich keine. Ist das euer Ernst? Okay, das wäre der da. Alle LKW-Händler. Iveco. Ja, machen wir mal. Möchtest du wirklich nach Dresden fahren und den Scania-Händler aufsuchen? Ich möchte nicht extra fahren. Ich möchte das mal, dann machen wir mal angehalten. Gut, dann gucken wir das ein anderes Mal an. Was haben wir denn noch so? Wir können hier LKW-Aufrüstteile machen. Wenn wir einen eigenen LKW haben, können wir den verschönern und so. Den LKW-Anhänger bzw. den Auflieger verbessern. Hier könnten wir Reparaturen machen. Fahrzeugeinstellungen. Okay, können wir auch noch machen. Fähigkeiten haben wir ja schon in der letzten Folge mit gemacht. Da haben wir schon hochwertige Fracht gemacht. Als nächstes würde ich gerne, ich habe den Hinweis gekriegt, Fernfahrten zu machen. Das wird am besten bezahlt. Dann machen wir das auf jeden Fall. Und ich weiß, den Tipp habe ich mir auch gegeben, es gibt schon DLC. Ich würde aber erstmal gerne quasi den Euro Truck Simulator 2 mit quasi als Standard ja, weiterspielen. So, was gibt's denn? Fotos, Motor, Fahrzeug, Browser, Speichern. Ja, gut, da haben wir alles. Gut, dann gucken wir mal, was es für den nächsten Auftrag gibt. Dann fahren wir die nächste Runde, würde ich sagen. So, wir lassen uns mal anstellen als Berufskraftfahrer. Hier, und das ist übrigens das Zeichen, was ich gemeint habe. Das habe ich übersehen. Kombis, dann hast du einen Anhänger am LKW und dann noch einen Anhänger am Anhänger. Das habe ich komplett einmal übersehen. Wieder so ein langes Teil. Ölfilter, okay. Karotten, von Hamburg nach Osnabrück. 3.500 ist ja nicht schlecht. Komm, wir dann machen wir das gleich mal. Auftrag annehmen. Ist auch jetzt nicht so eine lange Strecke. 1 Stunde 19 Minuten. Jetzt habe ich nicht geguckt, wann wir da sein müssen. Ich hatte mich nämlich auch in der letzten Folge geirrt, wo dann stand, am Montag von bis 14.18 Uhr oder so muss das da sein. War aber nicht. Das war nur die Zeit, die es angezeigt hat, wo wir wirklich dann tatsächlich da sind. Wir hatten, glaube ich, bis 19 Uhr Zeit. So, Scania. Ah, der sieht doch schon viel besser aus. Der Renault hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen, muss ich sagen. So, wir sind eigentlich schon beladen. Dann schmeißen wir mal den Motor an. Dann können wir eigentlich schon losfahren, ne? Wir kommen an in 3 Stunden 52 Minuten. Wir haben insgesamt 238 Kilometer vor uns. Und es ist, glaube ich, ein normaler Anhänger, oder? Ja, ein Container. Ja, wir sind ja auch am Hafen, so wie es aussieht. Der wurde quasi mit dem Schiff verfrachtet. So, na dann, let's go. Fangen wir mal unsere Tour an.
So, und ich lenke zu lange. Das ist mir auch schon aufgefallen. So. Da kommen natürlich Autos, wo wir warten müssen. Jetzt sehe ich gerade natürlich gar nichts. Ganz schlecht. So. Ich glaube, das war der letzte, ne? Nein, doch nicht. Jetzt aber. Kommen wir beide uns mal. So, let's go. Let's go! So, jetzt müssen wir hier auch gleich wieder abbiegen. So, loslassen. Zurücklenken. Perfekt. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, an die Steuerung. Bisschen kompliziert. Also kompliziert ist sie nicht, aber muss ich halt wirklich dran gewöhnen erstmal. So, weil man zu lange in die eine Fahrtrichtung lenkt, dann ja, dreht er fast schon um. Guck, dass ich hier vorne hier gehalten habe, ne? Die werden mir jetzt alle in den LKW gedonnert hier. So, hier ist frei. Da hinten kommt das was, dann können wir fahren. So, jetzt geht's los. Obwohl, richtig geht's ja eigentlich los, wenn wir auf der Autobahn sind, ne? Auch geradeaus fahren können. Wie schickt mich das Navi? Das ist doch komplett. Oh. Lalalala. Das war Bremsen in letzter Sekunde. Da haben wir aber einen Affenzahn drauf, du. So. Wir müssen eigentlich gerade fahren erstmal, ne? Also können wir ja rechte Spur benutzen. Der Kollege steht da. Wie war denn Huben? So. Man begrüßt den Kollegen. Sie haben Post. Jetzt vor allen Dingen. Wenn ich immer fahren muss. Ich darf nicht nachgucken, wenn ich Auto, also LKW-Fahrer, Auto fahre. Macht man nicht. Da könnte es zu Unfällen kommen. Ich glaube, wir müssen da... Da vorne... Oh, oh. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein, LKW-Kollege. Lass mich mal durch. Lass mich mal durch, Kollege. Ich habe mich verfahren. Ich muss hier rein. Danke, Kollege. So, das ist mal aus. Zack, rum. Wir verlassen Hamburg. Ist mal schön die Gegenspur geschnibbelt. Egal. Auf geht's. Jetzt sind wir gleich auf der Autobahn. So. Und C war Tempomat, wa? Ich weiß, dass einige das gefeiert haben. Bremst der immer so abrupt? Das ist schon krass. Ist das in der Realität auch so? So, jetzt kommt es grün. So, da kommt so Gegenverkehr, aber. Der denkt mich mit, der bremst auch gleich, das ist sehr gut. So. Guter Kollege, der kommt auch auf die Autobahn. Sehr schön. So. Komische Geräusche, aber ich ignoriere die einfach mal. So, jetzt geben wir Gas. 100 sind erlaubt. So. Spurwechsel, ganz wichtig. Wir können nicht auf dem Standstreifen weiterfahren. So. Ja, schön, wenn das Navi noch mit Sprachausgabe wäre. Ne? So weiß ich nie, wie lange wir wirklich jetzt hier gerade ausfahren müssen oder so. Wir haben noch 280 Kilometer, 3 Stunden 23 vor uns. Naja, aber ich denke, wir werden das auch pünktlich schaffen. 80, hier stand 100. Warum sind jetzt hier nur noch 80? So. Tempomat ist aktiviert. 10 km drüber. Das passt, oder? Falls wir geblitzt werden, dann wird es auf jeden Fall nicht teuer. Denke ich mal, ich weiß es nicht. Zum Glück wurden wir bis jetzt noch nicht geblitzt. Gut, wir sind ja auch echt vorschriftsmäßig. Da stand 120, warum stehen hier 80? Bestimmt für LKWs, wa? Für LKWs gelten ja andere Gesetze, das stimmt. In der letzten Folge sind wir ja quasi vorschriftsmäßig gefahren, ohne Übertreten der Geschwindigkeit und so. Da sind wir jetzt mal mutig und mit 9 km/h sind wir jetzt drüber.
Dürfte aber rein theoretisch auch noch gar nichts passieren. Ne? Ich glaube, ab 10 km/h löst eigentlich so ein Blitzer aus. Aber ich glaube, so real ist das Spiel nicht. Was haben wir hier? Rasthof. Da wollen wir nicht hin. Wo ist eigentlich, also muss man hier nicht auch Ruhepausen einhalten oder so? Wo sehe ich das? Ich habe da im Navi oben ein Bettsymbol. Leuchtet das, wenn ich dann die Ruhezeiten einhalten muss? Und wie mache ich das? Muss ich dann hier auf so einen Rasthof fahren? Ich weiß es nicht. Aber im Moment haben wir so kleine Aufträge. Da glaube ich, da müssen wir uns gar nicht dran halten, an die Ruhezeiten. So. Geringfügig sind wir schneller als der Kollege hier vorne. Gleich wird es zum Elefanten ran, wenn wir überholen. Da müsste es aber vorher bitte zweispurig werden, damit sich das lohnt, damit sich die PKW-Fahrer auch aufregen. So, da kommt einer. Wir blinken mal. Das interessiert ihn nicht, ne? Der geht nicht rüber. Blöd Mann. So. Na, nicht du, Kollege. Ich rede vom. Ja, ich meine den PKW-Fahrer. Ne, nicht, dass du denkst. Trade Aux, was auch immer das. Was tradest du? Haben wir jetzt echt um 4 km/h beschleunigt bergab? Das ist ja mal krass. So, Klingel können wir ausmachen natürlich. Das ist richtig. Warum da? Ist das ein Bus? Ja, das ist ein Bus, oder? Das rote da im Rückspiegel. Das sieht aus wie ein LKW, ist aber in Wirklichkeit ein Bus. So, wir sind jetzt in Bremen, Brinkum. Brinkum sagt mir nichts, Bremen sagt mir was. Ja, tatsächlich ist so ein kleiner Bus. Das sieht wohl aus der Ferne aus wie so ein LKW, der da angebrettert kommt, aber es ist ein Bus. Und der überholt uns auch mit 1,25 Stundenkilometer mehr als wir, oder? So Leute, langsam wird's eng. Der hat es geschnallert, der wechselt. Das ist super. So. Dreieck stur. Okay. So, das ist jetzt richtiges Elefantenrennen. Jetzt zweispurig, dann würden alle PKW-Fahrer fluchen. Was macht denn der rechts? Der will uns überholen, oder was? Wir überholen den jetzt hier bestimmt mit 1,2345 km/h mehr. Überholen wir den jetzt. Osnabrück, da müssen wir hin. 1 Stunde 45 Minuten noch, 105 Kilometer noch auf der Tacho. Herr Kollege, Kollegin, moin. Gibst du mir Licht drüber, wenn ich einschalten kann? Natürlich machst du das nicht. Deswegen schalte ich einfach mal so ein. So. Läuft bis jetzt ganz gut mit den 10 km/h drüber, damit sind wir ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller als die anderen LKW-Fahrer. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben mit den Rumgerase. Am Ende wird das alles nur teurer für uns. So, unser Sprit sieht zur Hälfte. Ja. Du hast auch im Tacho das dastehen. Ich gucke die ganze Zeit auf das Navi. Zur Hälfte haben wir noch Sprit in dem hier. Also es reicht locker. Sollte zumindest locker reichen. So. Bis alle an einem vorbeiziehen. Ja, schön Rechtsvorgebot halten, ne? Geschwindigkeit übertreiben. 320! Ich bin auf. Oh, ist das jetzt dein Ernst? Blaulicht? Die hat doch ein Blaulicht an, oder? Meinen die mich damit? Oh, was ist hier? Nicht gleich anhalten. Das kommt aber relativ zeitig. Spurwechselanzeige da. Oh, hier gab es einen Unfall. Oh, weia. Feuerwehr ist da. Okay. Das ist ausgebrannt. Oh mein Gott. Aber der LKW sah zum Glück noch gut aus. Aber der Anhänger ist komplett ausgebrannt. Holy shit. Dass es natürlich solche Ereignisse gibt, ist ja mal mega. Aber jetzt mal zurück.
Die Polizei hat doch das Blaulicht an, oder? Gut, wir haben jetzt 320 Euro Buße gemacht, weil wir zu schnell waren. Mit 10 km/h ist doch ganz schön teuer. Wir sollten es ja, vielleicht doch lassen. 320 Euro. Boah, da muss ich wieder ganz schöne Socken stricken, das wieder reinzukriegen. Ist das der Tacho an? 79. Ja, das sieht gut aus. Okay, Osnabrück Nord. Hier müssen wir, glaube ich, wieder runter, ne? Ah, das war krass. Der Anhänger von dem LKW ist komplett ausgebrannt. Feuerwehr war vor Ort. Aber diese Ereignisse sind schon cool. In der letzten Folge hatten wir eine Baustelle, wo die Fahrspur verengt war quasi. Und jetzt hatten wir hier einen Brand eines LKW-Anhängers. Mega. Naja, mit LKW ist das, glaube ich, schwierig, oder? Sind wir hier nicht schon mal lang gefahren? Das kommt mir so bekannt vor. Bremsen. Ja, nicht gleich wieder stehen bleiben. Warum bleibst du denn gleich stehen? Boah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das frei. Ja, ist auch frei. Okay, let's go. So. Kommen doch noch die Karotten an. Es waren doch Karotten, die wir geladen haben, oder? Sehr gut, dass wir das noch wissen. Holy shit. Ich glaube, wir fahren wieder zurück, oder? Waren wir schon in... Ich weiß es gar nicht mehr. Wo war mein letzter? Wir sind von Hamburg nach... Wo sind wir denn hingefahren? Ich weiß es gar nicht mehr. Spielt mal ein, wie hier sind wir schon mal lang gefahren. Kann natürlich auch täuschen. Aber das mit dem ausgebrannten Anhänger ist schon krass. Also diese Mini-Ereignisse finde ich schon cool, dass es die gibt. Bin wie gesagt kurz erschrocken wegen dem Blaulicht von der Polizei. Ich dachte, wir hätten es angehalten. Wäre natürlich ein riesen mega Feature gewesen, wenn die uns jetzt rausgezogen hätten und uns kontrolliert hätten. Vielleicht waren die auch wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung einfach nur da mit dem Blaulicht und dann sind die ja weggedüst. Dann waren sie ja weg. Wir müssen hier rein. Oh ja, da ist die verengte Baustelle wieder. Müsst ihr immer, ich habe einen großen LKW. Gut, der Schwenkbereich ist gerade von mir ein bisschen groß genommen, aber ich möchte auch nirgendwo hängen bleiben, ne? Danke, dass du wartest. Du bist anständig. Du bist cool. Ja, hier waren wir definitiv schon. Jetzt kommt nämlich wieder diese verengte Fahrbahn hier, die Baustelle. Fahren wir quasi wieder zu dorthin. Oh ja, warum nicht? PKW, der passt locker durch. Sehr gut. So, Osnabrück sind wir wieder, genau. Dann sind wir schon in der letzten Folge von Hamburg nach Osnabrück gefahren. Machen wir das Ganze wieder. Naja, warum nicht? Kennen wir uns ja jetzt wenigstens ja aus, ne? Genau, wir sind bloß hier ein Stück gerade gefahren. Wir müssen jetzt hier schon aus dem Kreisverkehr gleich wieder raus. Da. Wir sind nämlich gerade gefahren und wir müssen jetzt hier gleich abbiegen. Denn da vorne ist gleich unser Ziel. Da waren wir noch nicht. Wir sehen ja auf der Minimap die gelben Bereiche. Da sind wir schon lang gefahren. Das haben wir freigeschaltet. Hier waren wir halt noch nicht. Also geht es zu einer anderen Firma. So, hier müssen wir rein. Da haben wir unser Ziel erreicht. Die Einfahrt geht. Ja, doch, das ist groß genug. So. Zack. Hier rein. So. Zack. Machen wir einmal Eingabe. Dann ganz normal. Wir machen das Standardding. So, bestätigen. So, und da hinten müssen wir hin. Das heißt easy peasy. Klinker kannst du ausmachen. So. Das sollte passen, oder? Nicht? Weil es nicht gerade ist, ne?
hasse dieses... Oh. Na. Oh, ist das... Das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das müsste aber drin sein, oder? Na. Nee, ich möchte nicht. Das war doch gerade richtig. Wacht ist die Erinnerung bereit, also abkuppeln. Oh, bis der mal stehen bleibt. Jetzt, Tee. Bleib stehen. Tee. Mann, 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 Mann. Das war jetzt ein bisschen tricky. So, aber wir haben es geschafft. Ausgezeichnet. Karotten. Sag ich doch, Karotten waren es. Von Hamburg nach Osnabrück geliefert. Eine Strecke 238 Kilometer. Gebraucht haben wir 3 Stunden 43 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 118 Liter. Die Basisvergütung von 3507 bekommen wir. Wie kriegen wir jetzt sogar mehr? Wir wurden doch geblitzt, oder nicht? Minus 300? Oder wird das gleich von unserem gesamten Kapital abgezogen? Das kann natürlich sein. Ach, wir kriegen Erfahrungsbonus. 47 Euro noch dazu. Das macht dann insgesamt 3.500 Euro, die wir jetzt aufs Konto gut geschrieben kriegen. Naja, haben wir immerhin über 3.000 Euro plus gemacht, nach Abzug des Blitzfotos. Und wir haben insgesamt 253 EP gemacht. Das heißt, wir haben 527 von 700 Erfahrungspunkte jetzt mittlerweile zusammen. Also es dauert nicht mal lange, dann sind wir schon Level 2. Ich will nicht wissen, wie viele denken von euch. Ja, ich bin schon Level, was gibt's denn? Gibt's 30 Level? Aber wir fangen ja auch von vorne an. Dann haben wir wieder eine weitere Tour geschafft. Wir gucken mal in der Nachricht. Was war denn? Selbstständige Fahrer gesucht. LKW Logge GmbH Hamburg. Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.200 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Hamburg. Klingt natürlich geil, ne? Aber wir haben leider noch keinen eigenen LKW. Und... Boah. Und dann können wir überhaupt irgendwo online einkaufen? Nee, nicht Graz. Das ist Iveco. Vertrauen genießen, nicht bloß bei Brot, mindestens LKW bist. Warum kann ich nicht online kaufen? Ich muss alles immer erstmal besuchen, ne? Weißt du was? Dann fahren wir jetzt hier nach Dresden zurück. Wir gucken mal kurz. Wir haben noch die Zeit. Ja, ich möchte den Scania-Händler in Dresden besuchen. So, okay. Da haben wir so das Standardmodell. Konfiguration alles anzeigen. Wie kann ich ihn? So kann man natürlich drehen. Okay. Zahlung geben, Ausführungen ändern. Okay, ja, das sind die verschiedenen Modelle, okay. Der kostet 112.000. 113, 117, ah, das sieht schon mal schnieker aus. 118, 218, 244, 245, läuft, ist es, oh, das sieht schon geil aus, eine andere Farbe. Eine Viertelmillion, 253.000. 260.000, das sieht natürlich auch mega aus. 293.000. 297.300. Ja, es läuft. So, das wäre hier so das Basismodell. 112, 113.000, wenn man Kredit aufnimmt. Wir haben 10.000. Das heißt, wenn man nur Kredit von 100.000 nehmen würden, wären wir bei 110.000. Also wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Warte mal, wie teuer war? Der war 117.000. Der sieht natürlich gut aus. Wie viel PS? 370, 360, 360. Das ist nur die Farbe, die anders ist, ne? Dafür bezahlst du mehr. Baureihe S, das ist noch der Unterschied. Und das ist Baureihe R. Sonst sieht der ja gleich aus, oder? Ein bisschen anders. Höher. Okay. Okay. Entweder den oder den würde ich mir holen, aber in einer anderen Farbe, wenn möglich. Aber dazu fehlen uns noch 7.000 bis 8.000 Euro. Wie gesagt, wir können... Ja, möchte ich verlassen.
Wir können, glaube ich, einen Kredit von 100.000 aufnehmen maximal, oder? Wie war das? Ja, maximal 100.000 und wir müssen dann aber auch täglich 2.888 Euro an Raten wieder abbezahlen. Und das ist schon eine ganze Stange Geld. Gut, dann schauen wir mal, wie das in der nächsten Folge am Dienstag aussieht, wie viel Geld wir da zusammenkriegen. Vielleicht können wir uns schon einen Kredit aufnehmen von 100.000 und haben dann vielleicht 118.000, was ich vielleicht, naja, das bezweifle ich. Müssen wir mal schauen. Vielleicht dann aber auf jeden Fall am Donnerstag, dann sollten wir die 118.000, 119.000 zusammen haben. Wie gesagt, wir brauchen noch 9.000, dann sind wir bei 19.000, dann können wir uns diesen einen LKW mit dem Kredit dann kaufen und dann könnten wir das Angebot hier aus der E-Mail annehmen, wo selbstständige Fahrer gesucht werden, wo die bis zu 5.200 pro Auftrag bezahlen. Das ist so ungefähr jetzt erstmal das nächste Ziel, was wir vorhaben und damit sind wir auch schon am Ende mit dieser neuen Folge von dem Eurotruck Simulator 2. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es ist, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da und wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch ein kostenloses Abo, würde mich riesig freuen. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns am Dienstag zu einer neuen Folge vom Eurotruck Simulator 2 wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Dienstag. Macht's gut. Ciao.